Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 13303 zum Thema Aufnahme und echter Schutz für syrische Flüchtlinge. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Piratenfraktion Frau Kollegin Brandt das Wort. Bitte, Frau Brandt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, rennen Sie nicht alle raus, es geht um Menschenleben. Ich möchte heute mit einem Zitat von Tucholsky beginnen. Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen. Wenn es da nicht gilt, dann taugt es nichts. Im Alltag, wo nichts vor sich geht, kann jeder ein Rechtsbewahrer sein. Und genau das erleben wir gerade. Rechte werden gebeugt und so weit verstümmelt, dass sie faktisch nicht mehr gelten. Insbesondere unser Asylrecht wurde in den letzten Jahren so oft geändert und verschärft, dass sich jetzt nur noch wenige Experten mit dem Schutz für Asylsuchende auskennen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir nicht mal mehr politisch verfolgten Asyl nach Artikel 16a Absatz 1 Grundgesetz gewähren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch hier und heute im Landtag von Nordrhein-Westfalen uns mit diesem Anliegen beschäftigen und uns für echten Schutz für politisch Verfolgte beschäftigen. Und Sie können auch Ihr Totschlagargument in der Schublade lassen. Das ist ja eine Sache auf Bundesebene, das gehört nicht auf Landesebene. Zeitgleich mit uns bringen die rot-grünen Kollegen von Ihnen in Schleswig-Holstein einen ähnlichen Antrag ein, weil auch die, genau wie wir, erkannt haben, wie wichtig es ist, dass man sich auf allen Ebenen gegen dieses Unrecht einsetzt. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren wurde eine zweijährige Wartefrist für den Familienzuzug für subsidiär geschützte Menschen eingeführt. Damals hieß es von der SPD, dass diese neue Regel nur ganz, ganz wenige Menschen betreffen würde. Wir Piraten lehnten das gesamte sogenannte Asylpaket 2 ab. Es ist inhuman und es ist eine Pervertierung des Asylrechts. Und das machten wir hier auch im Landtag deutlich. Sie erinnern sich sicherlich an die Debatte. Insbesondere die rot-grünen Abgeordneten beteuerten, dass sie das Asylpaket 2 ebenfalls in großen Teilen ablehnen würden, aber doch leider nichts machen könnten, da es sich bei dem Gesetz lediglich um ein Einspruchsgesetz handeln würde. Seit Inkrafttreten des Gesetzes gewähren die Entscheider des BAMF tausenden Schutzsuchenden aus Eritrea, dem Irak und Syrien nicht mehr den vollen, sondern nur noch den subsidiären Flüchtlingsschutz. 2015 wurden noch nahezu 100% der syrischen Geflüchteten eine echte Flüchtlingseigenschaft anerkannt. Im April 2016 noch 84%. Im Juni 54%, im August sind es nur noch 30%. 30% der syrischen Flüchtlinge. Das heißt, 70% können ihre Familien nicht nachholen. Und was steckt denn hinter dieser nackten Zahl? Das sind Menschen. Und viele von uns wissen, wie Menschen in Flüchtlingslagern außerhalb von Europas untergebracht sind und über die, die in Kriegsgebieten sind, und das sind viele davon, da möchte ich gar nicht nachdenken, die sitzen nämlich nicht mit einem Schirmchendrink im Tanger am Strand und warten darauf, dass sie geholt werden. Die befinden sich in lebensbedrohlichen Situationen, in Todesgefahr, das jeden Tag. Und die lassen wir jetzt 2 Jahre warten. Und genau davor haben wir damals schon gewarnt. Meine Damen und Herren, Sie beteuern, Sie können dafür nichts. Das war ja kein Gesetz, wo eine Entscheidung des Bundesrats gewollt war, nur ein Einspruchsgesetz, weil es sich angeblich nicht auf die Länder auswirkt. Und wir sehen, das ist Quatsch. Und Sie haben noch nicht mal Einspruch erhoben, und dafür sollten Sie sich schämen. Und nun schlagen sich unsere Verwaltungsgerichte mit den Tausenden von Klagen von verzweifelten Syrern rum. Allein 700 Klagen beim Verwaltungsgericht Münster. Und die Verwaltungsgerichte geben den Menschen Recht und erkennen den grundsätzlichen Anspruch auf die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft. Zumal müssen viele von denen bei einer Rückkehr nach Syrien auch mit politischer Verfolgung durch das Assad-Regime rechnen. Das Bundesinnenministerium musste im Oktober 2016 bekannt geben, dass ca. 19.500 Klagen von Syrerinnen und Syrern bei den Verwaltungsgerichten eingegangen seien. Bisher wurden erst rund 1.900 Entscheidungen bei den Gerichten zu diesen Klagen getroffen und 1.400 bekamen Recht. Und die aktuellen Zahlen heute noch aus Berlin, die zeigen, die Gerichte werden auf Jahre komplett blockiert sein, weil sie hier Entscheidungen zu treffen haben und nicht hinterherzukommen. Und das alles wegen diesem unsäglichen Paragraphen, ich komme zum Ende, diesem unsäglichen Paragraphen 104 Absatz 13. Deshalb bitte ich Sie, setzen Sie sich mit uns hier auf dieser Ebene ab, diesen unsäglichen Paragraphen abzuschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Körfges das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Brandt, Ihr Engagement für eine humanitäre Flüchtlingspolitik ehrt Sie sicherlich. Und ich fange genau mit dem an, was Sie befürchtet haben, nämlich mit der formellen Sicht der Dinge. Und diese Sicht ist hier zu berücksichtigen. Wir haben weder im legislativen noch im exekutiven Bereich bei den Fragen, die sich um den Status der schutzsuchenden Menschen politisch und verwaltungsmäßig ergeben, eine Angelegenheit, für die wir zuständig wären. Diese Angelegenheiten sind im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des Bundes. Und selbstverständlich, das ist Ihr gutes parlamentarisches Recht, können Sie die Probleme hier ansprechen und politisch diskutieren. Aber ohne jeden Zweifel fällt der Paragraph 104 Absatz 13 des Aufenthaltsgesetzes nicht in unsere Regelungskompetenz. Und Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem nicht zustimmungspflichtigen Gesetz zu tun haben. Insoweit ist die Frage, was man mit einer politischen Initiative seitens eines Landesparlamentes bewirken kann, wenn man das Bewirken für notwendig hält, eine, die man sicherlich stellen muss. Die Regelung, über die wir hier reden, betrifft den Familiennachzug von Menschen, denen ein subsidiärer Schutz als Bürgerkriegsflüchtling vom BAMF zuerkannt wird und gilt, die zeitliche Befristung haben Sie, glaube ich, nicht angesprochen, bis zum 16. März 2018. Diese Aussetzung ist, und das räume ich absolut ausdrücklich ein, weder politisch noch juristisch unumstritten. Ich erlaube mir da auch einen kleinen Hinweis auf eine Fundstelle. Zum Beispiel hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sich im Zusammenhang mit der Frage der Vereinbarkeit einer Aussetzung des Familiennachzugs für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen auseinandergesetzt und kommt zu einer sehr kritischen Bewertung. Die Gefährdung durch Bürgerkriegssituation kann auch nach Meinung der Bundesregierung zur geltenden Rechtslage einen nur subsidiären Schutz begründen. Doch das wird, und auch das ist angesprochen worden, von den Gerichten jeweils im Einzelfall anders beurteilt. Und davon machen die Gerichte ausführlich Gebrauch. Sie erkennen nämlich nach den Umständen des Einzelfalls weitergehenden Flüchtlingsschutz zu. Und ich bin sehr zufrieden damit, dass unser Rechtsstaat insoweit funktioniert. Der vom BAMF angestrebten obergerichtlichen bzw. höchstrichterlichen Klärung wird nicht nur von mir mit Spannung entgegengesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Süddeutsche Zeitung vom 18.10.2016 berichtet, dass, weil immer mehr Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland nur noch eingeschränkten Flüchtlingsschutz erhalten, die Verwaltungsgerichte mit erheblicher Belastung zu tun haben im Augenblick. Und Sie haben die Zahl genannt, wir haben mehr als 17.000 Verfahren, die in den ersten 8 Monaten hier zu uns gekommen sind. Und bemerkenswert finde ich auch, dass von den entschiedenen Verfahren bis jetzt 90% zugunsten der Flüchtlinge und bezogen auf die Anwendbarkeit der Genfer Flüchtlingskonvention entschieden haben. Das sehen wir alles ein und ich glaube, dass die Frage klärungsbedürftig ist. Nach meinem Verständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss das allerdings höchstrichterlich geklärt werden. Wir haben hier keine Klärungsbefugnis und darüber hinaus will ich sicherlich auch die Frage des Anwendungsbereichs des Artikel 6 Grundgesetz insgesamt, das ist ein ganz interessanter juristischer Punkt, an der Stelle auch noch mal in Erwägung bringen. Nur, und jetzt komme ich zu meinem Schluss, der sich von Ihrem unterscheidet. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lehnen
das Asylpaket 2 nicht nur nicht ab, das ist auf Bundesebene so beschlossen worden, und wie bei Kompromissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das der Fall ist, muss man nicht jeden einzelnen Punkt gut finden und mittragen. Der von Ihnen angesprochene Punkt gehört zum Beispiel zu denen, die ich persönlich nicht besonders gut gefunden habe. Und das habe ich auch sehr deutlich gesagt. Nur auf der anderen Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringt dieses Asylpaket 2 eine maßgebliche Entlastung, zum Beispiel für unsere Kommunen. Und das muss man, wenn man über einen Kompromiss hier redet, sicherlich auch mit ins Bild setzen. Und aus dem Grund vertrauen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf, dass an der Stelle die erforderliche Klärung durch das zuständige Gericht, durch Obergerichte erfolgen wird. Und wir können Ihrem Antrag deshalb nicht zustimmen, weil wir schließlich Teil des Kompromisses zum Asylpaket 2 waren. Ich glaube, ich habe hinlänglich klar gemacht, dass ich auch einige kritische Aspekte durchaus sehe und nachvollziehen kann. Nicht nachvollziehen kann ich allerdings das, was Sie im zweiten Teil Ihres Antrages da angesprochen waren. Richtig ist, dass bisher nur sehr wenige Menschen im Rahmen des Aufnahmeabkommens von 2015 tatsächlich in Deutschland angekommen sind. Aber wie Sie das durch das Angebot von Aufnahmekapazitäten dann entsprechend bekämpfen wollen, das erschließt sich nicht automatisch. Insoweit werden wir beide Teile Ihres Antrages ablehnen. Aber wie gesagt, was die Kritik an der, ich sag mal, auch von der Rechtsprechung, die Kritik an der Grundsache angeht, können wir durchaus das eine oder andere unterstützen, werden aber Ihrem Antrag trotzdem nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Bühler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Simone Brandt, wenn ich Sie so reden höre hier, dann hatte ich teilweise das Gefühl, dass wir nicht in Deutschland, sondern in Ungarn leben. Ich weiß nicht, ob ich Sie daran erinnern muss, dass dieses Land letztes Jahr knapp 900.000 Menschen aufgenommen hat. Sie sprechen hier so, als hätten wir eine Praxis letztes Jahr oder auch heute noch aktuell, die mehr abweisend ist, als Menschen aufzunehmen. Ich habe gleich ein paar Zahlen für Sie. Wenn Sie die Zahlen wirklich kennen würden, dann würden Sie anders sprechen. Wenn Sie die Zahlen trotzdem kennen und so sprechen, dann muss man an dieser Stelle sagen, wie viele Ihrer Anträge ist dieser Antrag sicherlich gut gemeint, das räume ich ein, aber zum Teil inhaltlich einfach nicht richtig und zum Teil schießt es auch über das Ziel hinaus. Einigkeit besteht darin, dass wir sagen, syrischen Flüchtlinge sollten aufgenommen werden und ihnen muss Schutz geboten werden. Aber genau das passiert in unserem Land. Falsch und unzutreffend in Ihrem Antrag ist, dass nicht das Asylpaket 2 dafür sorgt, dass Syrer vermehrt subsidiären Schutz erhalten, sondern ganz einfach die Umstellung der Praxis beim BAMF, das weg von einem schriftlichen Verfahren gekommen ist, zu einer echten Anhörung. Und das halten wir für richtig, denn auch syrische Flüchtlinge sollen in einem Anhörungstermin ihr Asylgesuch vortragen können und es nicht im reinen Papierverfahren zu einer Entscheidung, damit es nicht in einem reinen Papierverfahren zu einer Entscheidung kommt. Und allein aus sicherheitsrelevanten Gründen wollen wir nicht zurück zu der Praxis von vor einem Jahr. Jetzt komme ich mal zu den Gründen, wieso das BAMF diese Umstellung gemacht hat. Erstens, schriftliche Verfahren für Antragsteller aus Syrien haben sich als zu grobmaschig und auch unter dem Gesichtspunkt der Identifizierung und der öffentlichen Sicherheit in Deutschland als zu lückenhaft erwiesen. Und zweitens, die Erfassung der Staatsangehörigkeit beruht nur auf Angaben der Asylsuchenden selbst, insbesondere wenn keine Identitätsdokumente vorgelegt werden. Das Problem ist aber, und das wissen Sie auch, dass wir ganz, ganz viele Menschen hatten, auch im letzten Jahr, die sich als Syrer ausgegeben haben, aber letztendlich gar keine Syrer waren. Richtig ist, Frau Brandt, dass durch eine Praxisumstellung nun häufig kein Asyl- bzw. Flüchtlingsschutz nach geltendem Aufenthaltsgesetz gewährt werden kann, sondern der sogenannte subsidiäre Schutz für Syrer vermehrt gewährt wird. Und richtig ist,
dass sich bei der subsidiär Schutzbedürftigten SPD und CDU auf Bundesebene darauf verständigt haben, für diese Gruppe den Familiennachzug bis zum 16. März 2018 auszusetzen. Dies war zugegeben und ist eine harte Entscheidung, aber sie war gleichzeitig notwendig. Einfach, darauf ist Herr Körfges in seiner Rede auch eingegangen, um eine Überbelastung der Aufnahmesysteme in Deutschland zu verhindern, die ja in den letzten Monaten unstrittig in einen Notfallmodus gekommen ist. Angemessen, um zu vermeiden, dass Eltern ihre Kinder vorschicken und um anschließend selbst nachzukommen, alleine aus diesem Grund war diese und ist diese Umstellung auch nach wie vor richtig. Und bereits bis zum 1. August 2015 war Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige ausgesetzt. Somit war dies eine Rückkehr zu dem Rechtszustand vor dem 1. August 2015. Auch das sei hier einfach noch mal angemerkt. Und deshalb stellt sich auch die Frage, zu welcher Regelung wollen Sie eigentlich zurück? Vielleicht, und das erscheint an dieser Stelle wichtig, ist es einfach notwendig, dass man die politischen Gründe, dass man die Gründe für Schutzsuchende hier noch mal auflistet. Es ist einmal Paragraph 16a nach unserem Grundgesetz, wo denjenigen, die aus politischen Gründen, beispielsweise weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden, Schutz bei uns suchen, Schutz gewährt wird. Das sind die allerwenigsten, wie Sie auch wissen. Die meisten bekommen den Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und das gilt natürlich auch für Syrer, sofern sie nachweisen können, dass sie beispielsweise vor der Terrormiliz IS flüchten. Das ist heute auch noch möglich. Und Sie wissen auch, dass die meisten Schutzbedürftigen nach dieser Regel anerkannt werden. Und C, da sind wir beim subsidiären Schutz, betrifft alle, die zu befürchten haben, dass ihr Leben im Herkunftsland bedroht wird. Und das sind nun mal die meisten, die aus Syrien kommen, aufgrund des dortigen Bürgerkriegs. Aufgrund des dortigen Bürgerkriegs. Deshalb, Frau Brandt, nochmal, Ihr Antrag ist gut gemeint, enthält aber handwerkliche Fehler. Denn rechtlich gesehen können Sie gar nichts gegen den subsidiären Schutz hier an Argumenten bringen. Ich habe Ihnen gerade die Gründe noch mal genannt. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Deshalb werden wir an dieser Stelle heute auch Ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Güler. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Düker das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen teilen im Wesentlichen die Kritik am Asylpaket 2. Ja, auch wir halten es für grundsätzlich falsch, diesen schwächeren Schutzstatus, diesen subsidiären Schutz damit zu verbinden, dass der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt wird. Denn auf der einen Seite ist es eben der Schutz von Familie, der auch für Flüchtlinge gelten muss, dass sie ihre Kernfamilie eben nachholen können. Und es ist ja auch richtig so, diese ja zumeist in Elend oder in größter Not zurückgelassen haben und zum Teil auch nicht versorgt sind, dort, wo sie leben. Aber zum anderen halten wir es auch für integrationspolitisch verfehlt, hier die Familien nicht nachzuholen. Ich habe selber im Gespräch mit Betroffenen erlebt, wie jemand, der seine Familie weiterhin in großer Not weiß, hier jetzt den Anspruch zu formulieren, na nun geh mal zu deinem Deutschkurs und jetzt sei nun mal ganz motiviert, integrier dich hier. Und der oder diejenige hat ihre Familie 1-2 Jahre nicht gesehen und weiß nicht, ob sie es dann überhaupt noch schafft, herzukommen und diese Situation da durchsteht. So, also in der Analyse finden wir diese Regelung falsch und welch Zufall, als das verabschiedet war, stiegen ja dann auch die Zahlen derjenigen an, die eben den schwächeren Schutzstatus bekamen. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, natürlich, denke ich, hat das BAMF bei dieser Entscheidungspraxis da auch im Hintergrund hier verstärkt auf den subsidiären Schutz zu gehen, um eben den Familiennachzug zu drosseln.
Wie gesagt, aus den genannten Gründen finden wir das auch falsch. Leider, und das sehe ich in der Tat jetzt so, werden es die Gerichte entscheiden. Der Bundestag hat es entschieden, der Bundesrat. Wie gesagt, der Kollege Körfges hat es gesagt, es war eben nicht zustimmungspflichtig. Wir hatten die Debatte hier ja auch schon mal im Landtag. Es ist müßig, jetzt über den Bundesrat zu lamentieren. Er konnte am Ende hier dieses Gesetz nicht verhindern. Das war nun mal so. Wir Grünen hätten sicher, wenn es denn zustimmungspflichtig gewesen wäre, hier auch noch mal alles in die Waagschale geworfen, um gerade diesen Passus da rauszubekommen. War es nicht, sodass jetzt am Ende die Gerichte dran sind. Und leider haben ja die Verfahren auch nordrhein-westfälische Gerichte hier, die Verwaltungsgerichte, sehr stark belastet. Die Verfahren gehen zurück und wir sehen, dass das nach und nach jetzt bei den Obergerichten landet. Oberverwaltungsgericht, all das BAMF geht ja dann da regelmäßig auch in Berufung, wenn das Verwaltungsgericht hier den Anspruch negiert oder den Anspruch dann akzeptiert, Familien nachzuholen und einen anderen Schutzstatus zuerkennt. Und am Ende, denke ich, wird es beim Bundesverwaltungsgericht landen und dann wissen wir mehr. Leider, das sage ich hier ganz ehrlich, auch für meine Fraktion, ersetzen hier die Gerichte die Unfähigkeit von Politik, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das haben wir häufig, aber deswegen haben wir auch die dritte Gewalt. Wir hier im Landtag, Frau Brandt, das ist jetzt hart, aber das muss ich Ihnen auch sagen, können an dieser Situation nichts mehr ändern. Die ist so und deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen, weil wir hier derzeit keinerlei Einflussmöglichkeit haben. Frau Kollegin Lücker, würden Sie eine Zwischenfrage der von Ihnen noch soeben noch einmal namentlich erwähnten Frau Kollegin Brandt? Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Düker, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt ja ganz deutlich gesagt, das müssen die Gerichte klären und wir haben hier keine Einflussnahme. Können Sie mir dann bitte erklären, warum sowohl die Grünen auf Bundesebene und wie eben erwähnt die SPD und die Grünen gemeinsam in Schleswig-Holstein auch in Form eines Antrages sich für die Abschaffung des Paragraphens einsetzen, wenn das doch dann offensichtlich komplett sinnlos ist? Also ich habe hier für meine Fraktion erklärt, dass wir gegen diese Regelung sind. Herr Körfges hat die Position der SPD hier dargestellt. Daraus können Sie sich zusammenreimen, wie hier die Position von Rot-Grün aussieht. Ich glaube, das haben wir sehr deutlich gemacht. Kollege Körfges hat es etwas differenzierter ausgeführt, aber durchaus auch Kritik geäußert. Ich sage es etwas klarer. Also das ist hier die Äußerung von Rot-Grün. Auf Bundesebene hat die Fraktion der Grünen dem Asylpaket nicht zugestimmt im Bundestag. Insofern sind wir Grünen da sehr klar in der Aussage. Ich teile aber auch Ihre Feststellung nicht. Wenn Sie hier sagen, dass umgehend zur Praxis des Jahres 2015 zurückgekehrt werden soll, halte ich auch diese Schlussfolgerung für falsch. Denn im Jahr 2015 wurden Anerkennungen ausgesprochen, allein aufgrund eines schriftlichen Anhörungsverfahrens. Und dann eine 100%-Quote. Das halte ich auch für falsch, weil ein individuelles Anhörungsverfahren gehört für mich für eine Entscheidung, ob jemand in unserem Land bleiben darf oder nicht, immer auch dazu. Also eine Rückkehr zu diesem Verfahren lehnen auch wir ab. Und am Ende muss man auch sagen, dass über dieses schriftliche Anhörungsverfahren letztlich auch Missbrauch, der gehört nun mal auch zur Wahrheit dazu, Tür und Tor geöffnet wird. Und wir wissen ja auch, dass Sicherheitsaspekte bei diesen Entscheidungen nun mal auch eine große Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, dass eine Praxis wie 2015 auch abzulehnen ist. Wir wollen ein vernünftiges, individuelles Anhörungsverfahren, ein rechtsstaatliches Verfahren. Und dann bekommt jeder, der hier perspektivisch bleiben darf, ob subsidiären Schutz oder einen vollen GfK-Schutz oder sogar eine Asylanerkennung, hier das Recht, seine Familie nachzuholen. Denn das ist auch nach unserem Grundgesetz, der Schutz von Ehe und Familie gilt ja für uns auch für Flüchtlinge und er hilft auch der Integration. Unsere Position, denke ich, habe ich ausreichend klar gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Stamp. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass die Piraten schon ein bisschen den Finger hier in die Wunde gelegt haben. Und wenn ich mir das, ich darf das mal so etwas despektierlich sagen, geeiere, eben vom Kollegen Körfges angehört habe, wie man sich da gewunden hat, warum denn jetzt auf einmal die Zahlen beim subsidiären Schutz entsprechend sich so entwickelt haben, dann ist das ein Thema, was ja durchaus diskutabel ist. Und zwar ja dann auch wiederum bemerkenswert,
dass die Kollegin Güler dann versucht hat, den Dilettantismus von Herrn de Maizière im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu rechtfertigen. Mal gab es die schriftliche Anhörung, dann war es wieder die mündliche, immer ein bisschen saisonal, wie es auch gerade medial gefordert war und wie gerade die Stimmung im Land gewesen ist. Aber das alles zeigt doch, dass letztendlich wir in der Situation sind, dass wir für Bürgerkriegsflüchtlinge eigentlich einen eigenen Status brauchen. Und wir haben Ihnen dazu hier bereits vor einem Jahr einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Die Kolleginnen in Schleswig-Holstein haben dort mit Mehrheit von SPD, Grünen, Südschleswigischem Wählerverband und Freien Demokraten das auch entsprechend beschlossen. Wir haben Ihnen den Vorschlag gemacht, hier eine gemeinsame Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen für einen eigenen Status für Bürgerkriegsflüchtlinge, der eben einen vorübergehenden humanitären Schutz vorsieht. Nach der entsprechenden Überprüfung, Sicherheitsüberprüfung für den Zeitraum des Krieges, wo dann bei entsprechender Integration die Chance besteht, sich dann im Rahmen eines Einwanderungsgesetzes auch für einen dauerhaften Verbleib hier zu bewerben. Ich denke, Herr Kollege, das wäre die systematische... Herr Kollege, ja. Würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Körfker? Ja, natürlich. Herr Dr. Stab, ich bedanke mich dafür, dass ich an der Stelle eine Zwischenfrage stellen kann. Und zwar bezieht sich diese Zwischenfrage auf das Verhältnis der Genfer Flüchtlingskonvention zu diesem subsidiären Schutz. Wie beurteilen Sie denn die bisher vorliegende Rechtsprechung, die zu 90% in den angeblich subsidiären Fällen dann die Genfer Flüchtlingskonvention zur Anwendung bringt, mit der Folge, dass es da keine Beschränkung des Familiennachzugs gibt? Das zeigt auch, dass Ihre Initiative ins Leere läuft. Nein, das zeigt ja nur, dass es notwendig ist, dass wir hier einmal eine vernünftige Rechtssicherheit schaffen. Es ist doch völliger Unsinn, dass wir alle Kriegsflüchtlinge durch das Asylverfahren durchschicken, sondern es wäre viel sinnvoller, hier einen einfacheren Titel, der dann begrenzt ist auf den Zeit der Notwendigkeit des Schutzes, verleihen und nicht das komplizierte Asylverfahren durchlaufen. Bei unserem Modell ist übrigens der Familiennachzug dann auch temporär möglich. Und das wäre dann im Sinne des Anliegens, wie es Frau Brandt hier vorgetragen hat, aber eben befristet auf den Zeitraum des Krieges. Und das ist unser Modell. Und wie gesagt, mit der Möglichkeit, damit wir nicht die Situation haben wie bei den bosnischen Flüchtlingen in den 90er Jahren, dass diejenigen, die sich hier optimal integriert haben, alle wieder nach Hause müssen. Deswegen wollen wir, dass dann über eine Einwanderungsregelung diejenigen, die sich optimal integriert haben, auch hier bei uns bleiben können. Das ist systematisches Herangehen. Das ist etwas, was wir bei der Bundesregierung vermisst haben. Das war ja nicht nur Thomas de Maizière, das war auch schon sein CSU-Vorgänger, der sich in den Talkshows ja immer ganz besonders hervortut. Wir haben den Antragsstau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit 2008. Das sind einfach schlichtweg die Aufgaben nicht erledigt worden, so wie man das von einer vernünftigen Amtsführung erwarten kann. Und deswegen sind wir der Meinung, müssen wir den gesamten Komplex der Bürgerkriegsflüchtlinge vernünftig systematisieren. Wir laden Sie hierzu noch mal ein. Wir können uns das gut vorstellen, das auch in einem Gesamtpaket zu machen für eine Bundesratsinitiative gemeinsam mit einem Einwanderungsgesetz, dass wir den gesamten Komplex humanitäre Zuwanderung und demografisch notwendige Zuwanderung in ein geordnetes System bringen, was dann auch in der Bevölkerung breite Akzeptanz finden wird. Nach dem Empfinden, was ich jetzt habe diese Woche, was zu erkennen ist, was aus der SPD-Bundestagsfraktion gekommen ist, was zum Teil an Kommentierungen da ist, denke ich, wäre dafür vielleicht ein Ansatz da. Denken Sie alle noch mal drüber nach. Wir stehen Ihnen für diese Bundesratsinitiative jederzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht einmal mehr in Vertretung von Herrn Minister Jäger Frau Ministerin Schulze. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eins vorweg, Sie haben es schon gemerkt, wir bewegen uns in dieser Debatte in einem Bereich, der ausschließlich in die Zuständigkeit der Bundesbehörden fällt. Auch die Entscheidung, ob im Einzelfall subsidiärer Schutz oder die Eigenschaft als Flüchtling zuerkannt wird, trifft eine Bundesbehörde, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz das BAMF.
Das BAMF hat Ende 2014 vorübergehend ein schriftliches Verfahren ohne persönliche Anhörung angewandt, um über die hohe Zahl der Anträge syrischer Asylsuchender schneller entscheiden zu können. Das hat in der Folge zu einer hohen Zahl von Flüchtlingsanerkennungen geführt. Anfang 2016 ist das BAMF dann zum regulären Verfahren mit persönlicher Anhörung und Prüfung des Einzelfalls zurückgekehrt, mit der Folge, dass wieder vermehrt Bürgerkriegsschicksale, aber keine individuellen Verfolgungsschicksale ermittelt worden sind. Die Gefährdung durch die Bürgerkriegssituation allein kann nach geltender Rechtslage aber nur einen subsidiären Schutz begründen. Dass mehrere Gerichte unabhängig von dem Umstand des Einzelfalls Flüchtlingsschutz zuerkennen, ist dem BAMF bekannt. Das Bundesamt strebt in dieser Frage eine obergerichtliche bzw. höchstrichterliche Klärung an. § 104 Absatz 13 wurde in das Aufenthaltsgesetz eingefügt, um auch die Integration der nachziehenden Menschen leisten zu können. Dies führt zu einer zeitlichen Verzögerung der Möglichkeit des Familiennachzugs, nicht aber zu dessen Ausschluss. Was die Kritik am EU-Verteilmechanismus angeht, ab September dieses Jahres stellt Deutschland monatlich jeweils bis zu 500 Umsiedlungsplätze für Griechenland und Italien zur Verfügung. Ziel ist es, die Umsiedlung innerhalb von 2 Monaten nach erfolgter Tranchenmeldung abzuschließen. Die entsprechenden Aufnahmekapazitäten sind vorhanden. Hierzu wird auch NRW seinen Beitrag leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir dann auch, und zwar über den Inhalt des Antrags, Drucksache 13303. Ich darf fragen, wer dem Antrag der Piratenfraktion zustimmen möchte. Das ist die Piratenfraktion. Danke. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Danke sehr. Wer enthält sich? Das ist die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 13303 abgelehnt ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Eilantrag.